Ihr könnt euch entspannen. Ich habe die Turmkomponenten ersetzt. Ich war kurz davor, den Evakuierungsbefehl für die Stadt zu erteilen. Gut gemacht. Die aufständischen Sklaven werden es sich in Zukunft zweimal überlegen, sich an imperialem Eigentum zu vergreifen. Seht sie euch da draußen nur an. Sie sind wie Tiere. Hunderte von Sklaven, die keinen Anführer haben und keinen blassen Schimmer, was sie mit ihrer Freiheit anfangen sollen. Wie ich bereits sagte, sind die Sklaven wie Tiere. Aber wir haben ein seltsames Verhalten bei ihnen bemerkt. Meine Vorgesetzten wollen mehr wissen. Einige Sklaven bringen sich gegenseitig um. Wir wissen nicht, ob sie verrückt, hungrig oder verzweifelt sind. Oder ob sich eine Gruppe gegen die anderen gewandt hat. Ihr habt sie beobachtet. Was ist eure Vermutung? Ich weiß nicht. Wer weiß schon, was im Kopf eines Sklaven vor sich geht. Wir wissen, dass die Tötungen einem Ritual folgen. Die Mörder schleichen sich nachts an, erstechen ihre Feinde und beschmieren sich mit Blut. Wenn ihr da nachforschen könntet, sie auf frischer Tat ertappen, könntet ihr vielleicht etwas über ihre Gründe erfahren. Die Sklaven werden mir ihr Wissen offenbaren. Haltet nach Sklaven Ausschau, die sich gegen die anderen wenden. Mit Glück bekommen wir so Antworten. Mein Sith Lord, oder? Ich kenne mich mit euren Gepflogenheiten nicht so aus. Wenn ich so sehe, wie ihr Sklaven tötet und Wirbel macht, wie wär's damit, euch einen Haufen Credits zu verdienen? Einen Moment kann ich wohl erübrigen. Also, Darth Vorthron sitzt im Rat der Sith. Und sein Schüler, Lord Cat, will aufsteigen. Also fängt er damit an, eine gigantische Statue seines Meisters zu bauen. Aber Lord Cat will nicht, dass sein Meister davon erfährt. Also holt er seine Sklaven von einem anderen Planeten. Die Sklaven rebellieren und fertig ist der Schlamassel. Wenn man billige Sklaven kauft, bekommt man eben eine Rebellion. Das weiß doch jeder. Und jetzt wird es kompliziert. Lord Cat will sein Gesicht wahren, aber im Geheimen. Er ruft also mich und meine Söldner. Als wir ankommen, haben die Sklaven ein paar von diesen riesigen Industriebohrern gekapert und stehen im Begriff, die ganze riesige Statue abzureißen. Unser bestes Team geht also mit Sprengstoff rein, um die Bohrer hochzujagen. Und die Sklaven bringen einfach alle um. Ich habe einen großen Haufen Credits für denjenigen, der sich die Sprengsätze schnappt, sie an einem Großbohrer befestigt und die Sklaven so lange abhält, bis das Ding hochgeht. Commander Bridge, zu euren Diensten. Lord Barras hat mich über euren Besuch informiert. Wie kann ich euch helfen? Was für ein braver Soldat. Lord Barras hat mich immer dafür befunden. Lasst mich euch auf den aktuellen Stand der Lage hier bringen. In letzter Zeit gab es in diesen Gebieten viele Unruhen. Allen voran ein brutaler Sklavenaufstand, bei dem bewaffnete Sklaven den umliegenden Dschungel überrannten. Dann sind sie keine Sklaven mehr, nicht wahr? Ich muss mich korrigieren. Ehemalige Sklaven. Niemand weiß, dass Lord Barras den Aufstand organisiert hat, um einen seiner Gegner zu schwächen. Und er möchte seine Beteiligung geheim halten. Nun drohen die Anführer des Sklavenaufstandes, Barras Beteiligung zu enthüllen. Es sei denn, sie bekämen mächtigere Waffen. Fahrt fort, Commander. Lord Barras möchte, dass ihr genügend erpresserische Sklavenanführer ausschaltet, damit der Rest seine Entschlossenheit verliert. Gewalt ist nicht immer die Lösung. Vermutlich ja. Viele der Sklavenanführer sind ehemalige Kriminelle mit guten Beziehungen zur Unterwelt. Einige haben sogar ihre Leidensgefährten auf dem Schwarzmarkt verkauft. Sollten ihre Gefolgsleute das rausfinden, wären sie außer sich. Wenn ich einen Beweis dafür hätte, dass sie ihre eigenen Leute zurück in die Sklaverei verkaufen, könnte ich die Sklavenanführer erpressen, mit der Erpressung von Lord Barras aufzuhören. Erpresser erpressen ist ja Meta-Erpressung. Sie führen garantiert Buch über ihre Transaktionen. Wenn ihr die Sachen der Sklavenanführer durchstöbert und Beweise findet, werde ich sie gegen sie verwenden. Sagt mir nur, wo ich suchen soll. Die Basis der Sklavenanführer befindet sich rund um den unvollendeten Koloss. Ich warte auf irgendeinen Beweis, den ihr aus der Habe der Sklavenanführer erlangen könnt. Ihr seid nicht der Anwärter. Ihr seid ein Sith. Eure Gegenwart ehrt uns. Willkommen in unserem Gefängnis. Was ist hier los? Steckt ihr hinter den Morden? Ich bin Targa Unvol, der Anführer der Befreiten. Ich bin meines Hasses Herr. Als die anderen Sklaven sich befreiten, habe ich gelacht. Wie ihr wusste ich, dass ihre Flucht eine Illusion war. Nur die Sith genießen wahre Freiheit. Trotzdem sitzt ihr hier fest. Wäre ich geflohen, hätten die imperialen Blaster mich getötet. Ich hatte andere Pläne.
Ich ergriff die Chance, mich zu beweisen. Ich trennte die Schwachen von den Starken. Ich tötete und lehrte. Ich lehrte Sklaven, die Freiheit durch Blut zu finden. Nun sind meine Anhänger und ich die Herren. Und schon bald werden wir zu Sith werden. Der Irrsinn muss in der Familie liegen. Seht doch, wie diese freien Männer bei meinem Anblick vor Angst zittern. Und nun könnt ihr dem Imperium von uns berichten. Gebt uns euren Segen, dann werden wir dienen. Tragt die Kunde unserer Loyalität zu euren Herren, dann werden wir das neue Gesicht des Imperiums, Verfechter der dunklen Seite. Ihr seid nichts als ein gewöhnlicher Mörder. Was ihr tut, ist abscheulich. Wie könnt ihr so etwas sagen? Alles, was wir getan haben, das Blut, das wir vergossen, war für euch. So sagt uns, wie sonst können wir die Stärke und den Respekt der Sith erlangen? Dazu ist es zu spät. Verkriecht euch irgendwo und gebt auf. Aber wir glaubten. Ich glaubte. Ich werde eure Nachricht den anderen weitergeben. Wir werden euch gehorchen. Schön, euch wiederzusehen. Ich wusste, diese Sklaven haben keine Chance gegen euch. Habt ihr einen der Mörder aufgespürt? Was habt ihr erfahren? Können wir etwas damit anfangen? Sie sind verrückt. Halten sich für Sith. Sie was? So eine Unverschämtheit. Wir sorgen dafür, dass sich diese Ketzerei nicht verbreitet. Ich habe mit meinen Vorgesetzten gesprochen und sie willigen ein, euch für eure Arbeit zu entschädigen. Also hier. Das ist mehr, als ich in einer Woche verdiene. Ich würde euch ja bitten zu bleiben, falls die Sklaven nochmal Ärger machen. Aber ihr habt sicher andere Verpflichtungen. Es wäre schön gewesen, den Aufstand beenden zu können. Wir finden schon einen Weg, diese Tiere unschädlich zu machen. Wenn alle Stricke reißen, wird ein Orbitalschlag das Problem schon lösen. Ich wünsche euch viel Glück und danke nochmal. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert hat. Meine Messungen waren stets exakt. Diese Sklaven sind wohl schwächer, als ich dachte. Sie sterben sofort an dem Quell, das ihr ihnen verabreicht habt. Es tut mir leid, das hören zu müssen. Das ist einfach ärgerlich. All die sorgfältige Planung umsonst. Meine gesamte Forschung war vergebens. Aber gut, ihr habt getan, was ich von euch verlangt habe und eure Bezahlung hängt nicht vom Ergebnis ab. Hier, nehmt eure Credits und geht. Ich muss nachdenken. Ihr seid zurück. Habt ihr genügend Beweise gefunden, dass die Sklavenanführer ihre Leute zurück in die Sklaverei verkaufen? Seid ihr etwa so töricht, an mir zu zweifeln? Nein, natürlich nicht. Nicht im geringsten. Nun kann ich drohen, die Wahrheit aufzudecken. Wenn die Sklavenanführer ihre Gliedmaßen behalten wollen, werden sie aufhören, Lord Barras zu erpressen. Ich muss schon sagen, es ist sehr inspirierend, euch bei der Arbeit zu beobachten. Da bin ich mir sicher. Ich werde Lord Barras informieren, dass die Lage unter Kontrolle ist. Willkommen zurück. Die Sensoren zeigen, dass ihr die Energie aller Landefeuer umgeleitet habt. Die Untersuchungen weisen darauf hin, dass sie vorsätzlich sabotiert wurden, um die Dschungelbestien verrückt zu machen. Ich schicke einen vollständigen Bericht nach Car City. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner aufrichtigen Anerkennung. Ich wünsche euch einen guten Tag. Ich habe einen Bericht für euch, Captain. Anscheinend gibt es Monster im Dschungel. Hab Dank. Ihr erweist uns große Ehre, indem ihr von unseren Problemen Notiz nehmt. Genau, was ich brauche. Ich werde jeden vor dem Weg warnen, bis wir ein paar Aufräumtruppen gestellt bekommen. Es ist mir egal, was ihr mit mir tut. Brecht meine Knochen, verbrennt mein Fleisch. Ich sage euch gar nichts. Du wirst dich nicht widersetzen. Verrecke, Monster! Ich wusste nicht, dass Körper so verbogen werden können. Ich glaube, mir wird schlecht. Erspar dir das. Du solltest das nicht sehen müssen. Ah, mein Schüler, du bist zurückgekehrt. Commander Pritch hat bestätigt, dass die Sklaven zum Schweigen gebracht wurden. Gut. Ich versuche noch immer, etwas aus diesem Agenten herauszuholen. Er ist widerspenstiger, als ich dachte. Hattet ihr nicht gesagt, ihr wäret gut darin? Dies ist keine gute Zeit, mich auf die Probe zu stellen, mein Schüler. Selbst während der Folter nutze ich die Macht, um ihn am Leben zu halten und ihn alles spüren zu lassen.
Das ist das Grausamste, was ich jemals gehört habe. Ich habe eine weitere wichtige Mission für dich. Es geht um den abtrünnigen Sith Lord Gratan. Er ist mir ein besonders lästiger Dorn im Auge. Triff dich mit meinem Schüler Drikil Ball. Er ist mein verdeckter Agent in Gratans Anlage. Ball behauptet, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Ich dachte, ich wäre vielleicht euer einziger Schüler. Dann ist Ball mein Rivale. Versuch ihn lange genug zu tolerieren, um die Einzelheiten zu erfahren und deine Arbeit dort zu beenden. Gratans Anwesenheit ist nützlich für mich. Er soll also nicht getötet werden, nur verkrüppelt. Finde heraus, was Ball entdeckt hat und tu genau, was er dir sagt. Steht euer anderer Schüler über mir in der Rangordnung? Ich bin mir sicher, er sieht sich als besser an. Doch er ist lediglich länger hier. Nun denn, republikanischer Jämmerling, wo waren wir? Ach ja. Sag mir, was ich wissen möchte! Ihr bewegt euch schon durch die Zitadelle, als würdet ihr dort herrschen. Vielleicht tut ihr das ja eines Tages. Ich bin der Schüler und die Stimme von Darth Charnos. Ich spreche in seinem Namen und möchte euch anwerben. Ich höre aufmerksam zu. Ich brauche Individuen, die sich in einer Gesellschaft voll Heimlichtuerei und Irrsinn einen Ruf erwerben können. Respekt, wenn schon nicht Liebe. Ich brauche Agenten, um einen Feind der Sith auszuschalten. Ihr würdet gute Dienste leisten. Ich diene niemandem. Schreibt euch das hinter die Ohren. Entschuldigt bitte meine Wortwahl, aber wir brauchen euch. Unser Feind ist der Revan-Orden, ein Kult von Dummköpfen, die sich in jeder Schicht der imperialen Gesellschaft verbergen. Schon seit Jahren rekrutieren die Revanita-Ketzer heimlich Offiziere, einflussreiche Sith, erfolgreiche Söldner, jeden, der ihre Macht vergrößern kann. Wieso sind sie denn Ketzer? Statt dem Imperator und dem Rat der Sith zu folgen, verehren die Revanita einen längst verstorbenen, von Jedi-Sitten korrumpierten Sith-Lord. Wenn ihr für uns die Identität des Oberhaupts der Revanita feststellt, wird mein Meister sie dem Rat der Sith enthüllen. Dann ist der Kerl so gut wie erledigt. Ihr müsst einfach nur dem Kult beitreten. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst euch dort Vertrauen erwerben. Ich werde mehr als ihr Vertrauen erwerben. Ich lehre sie, mich zu fürchten. Das könnte reichen. Die Revanita haben eine geheime Anlage im Dschungel. Zeigt dieses Zeichen dem Kultisten am Eingang. Er wird euch dann einführen. Ihr müsst euch eine Audienz bei ihrem Oberhaupt verdienen. Wenn ihr sein Gesicht gesehen habt, kehrt ihr zurück und streicht eure Belohnung ein. Bitte bleibt stehen und lasst die Waffen stecken. Die Droiden scannen euch jetzt. Alles in Ordnung. Verzeiht bitte, wir sind auf der Hut vor Lord Gratans Leuten. Ich bin es leid, ihn auf meinen Jungs rumtrampeln zu lassen. Ein paar ausführlichere Erklärungen, bitte. Hör zu, bleibt doch noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Gratan ist ein Albtraum. Der Sith-Lord ist abtrünnig geworden. Er ist auf seinem Anwesen jenseits der Mauer. Er hat Waffen, Schilde und einen Kader an Wissenschaftlern, die neue Technologien gegen uns entwickeln. Gratan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith. Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen. Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum. Wenn ihr also sowieso hier seid, um Gratan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen. Ihr habt die Waffen und die Ausbildung. Erledigt das alleine. Ich würde ja gerne, aber mir sind die Hände gebunden. Es ist so, diesen Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt. Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan. 20 sind verschwunden. Meine Jungs, quasi meine Kinder. Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück. Was genau ist meine Aufgabe? Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von Ihnen will. Vielleicht hält er Sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren. Wer weiß das schon. Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus. Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden. So, nennen Sie mich. Herzogin? Das müsst ihr mir erklären. Versucht ihr doch mal, Offizier zu sein, ohne euch einen Spitznamen anheften zu lassen. Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt. Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen. Seid vorsichtig. Gratan ist nicht zimperlich.
Was geht hier vor? Hier spricht Darth Malgus von der Expeditionsflotte an alle verfügbaren Truppen. Wenn ihr dies empfangt, wurdet ihr als wichtig eingestuft und das Imperium bedarf eurer Stärke. Es ist euer Privileg und eure Pflicht. Nicht nur mein Meister, sondern das Imperium wendet sich an mich. Die fremde Atvosek-Hegemonie hat die Hämmerstation in Betrieb genommen, eine mobile Kampfstation, die unsere Grenzen bedroht. Ihr werdet euch dem Angriffsteam anschließen, das sich beim Vaiken-Raumdock sammelt. Dort erfolgt eine vollständige Einweisung, im Namen des Imperators. Wissen wir mehr als nur den Namen dieser Kampfstation? Was ist mit der Atvosek-Hegemonie? Psst, wir müssen sehr vorsichtig sein. Lord Gratan hat seine Augen überall. Er ist sehr misstrauisch allen Fremden gegenüber. Er darf nicht sehen, was wir tun. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Captain Brynn, Sondereinheit der Imperialen Armee. Diese Arbeit erfordert höchste Konzentration, ein besonderes Gemüt. Gratan ist eine Bedrohung, eine große Bedrohung. Der Typ verrückter Wissenschaftler. Er mag Waffen, Cyborgs, Droiden, ergonomische Stühle. Mein Auftrag ist, ihn im Auge zu behalten, auf alles zu achten, was verdächtig ist. Ich weiß jedoch nicht, was ihr hier tut. Ich werde Lord Gratans Anwesen stürmen. Das dachte ich mir. Scharfe Augen. Ich sehe sowas sofort. Ich möchte nicht aufdringlich sein. Doch da ihr diesen Weg beschreitet, könntet ihr mir wohl helfen? Ich höre zu. Wo liegt das Problem? Nun, ich habe die Anweisung, auf Distanz zu bleiben und Lord Gratans Anwesen weder zu betreten, noch auf sonstige Weise Aufsehen zu erregen. Ich soll jedoch Informationen über ein bestimmtes Geschütz beschaffen. Einen Prototyp, für den der abtrünnige Lord Pläne haben soll. Das Imperium will das Geschütz in Serie bauen. Was ist an diesem Geschütz so besonders? Ich kenne keine Einzelheiten. Nur, dass es sehr zerstörerisch sein soll. Lord Gratan versteckt die Geschütze irgendwo auf seinem Grundstück. Ich werde ja selbst danach suchen, aber Befehl ist Befehl. Ich muss die Stellung halten. Da ihr nun schon hineingeht, könntet ihr wohl nach den Plänen für diese Geschütze Ausschau halten? Wir werden sehen, ob ich etwas finde. Mehr verlange ich nicht. Die Sache ist nur, dass ihr nur an den Geschützen vorbeikommt, wenn ihr eine Wache ausschaltet und euch einen Sicherheitsausweis besorgt. Die Sicherheitsausweise senden ein Signal an die Geschütze, das den Träger als verbündete Einheit identifiziert. Besorgt euch zuerst einen Sicherheitsausweis von einer Wache. Dann sucht die Geschütze und holt die Pläne dafür. Einfach, oder? Ich werde hier draußen die Augen offen halten. Genau, wo wir uns getroffen haben. Autorisierung, Autorisierung, Identifizierung nicht möglich. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Was geschieht hier? Kommt ihr von Lord Gratan? Seid ihr ein Eindringling? Identifizierung nicht möglich. Ich komme allein. Lord Gratan ist mein Feind. Hä? Aber wer? System kann nicht. Stopp. Neuzuweisung der Prioritäten! Ich bin Fenrich Tolvershan, Imperiale Militärdienst Nummer 218A697. Bitte, schickt euch die Herzogin. Bitte helft mir. Euer Captain schickt mich, um euch und die anderen zu befreien. Wir haben versagt. Wir konnten uns nicht verteidigen. Gratans Leute nahmen uns gefangen. Für Experimente. Die Wissenschaftler bohrten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden. Identifizierung Modell OHK 99. Sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz. Verbesserte Kampftaktiken. Meine Leiche liegt dort drüben. Ich kann sie sehen. Kann ich etwas tun? Ich bin der Letzte. Die anderen wurden umgerüstet. Sie können nicht reden. Nicht ungehorsam sein, aber sie denken, sie fühlen. Bitte hört zu. Ihr könnt uns abschalten. Sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole.
Bitte, ihr könnt dem ein Ende machen. Benutzt die Steuerungskonsole. Ich kann nicht mitkommen. Motor und Kampfsysteme außer Funktion. Macht, dass die Schmerzen aufhören. Ja, ein gewalttätiger Eindringling, der Lord Gratans Anwesen verwüstet. Ich applaudiere euch. Ich bin Isma Brengel, einer der Wissenschaftler, die von Lord Gratan verpflichtet wurden. Ich würde gerne dafür sorgen, dass eure Zerstörung dieses Ortes höchst profitabel ist. Wieso sollte ich euch trauen? Weil ich Lord Gratan mit der feurigen Hitze von 1000 Tatooine-Wüsten verachte. Vor 3 Jahren brachte mich Lord Gratan dazu, für ihn zu arbeiten. Er versprach beste Möglichkeiten in aufregenden Studiengebieten. Stattdessen wurde ich eine Gefangene für die Sklavenarbeit an den irrsinnigen Kreationen, mit denen Gratan sich verbessern will. Ein undankbares Leben. Ihr müsst eurem Hass Taten folgen lassen und Gratan töten. Ihn töten? Seid nicht albern. Er ist für jemanden wie mich unberührbar. Ich muss versuchen, mich vor ihm davonzustehlen. Gratans Kybernetikforscher, ein sadistischer Haufen Abschaum, entwickelten Cyborg-Körperteile, die sich regenerieren. Diese Technologie wird die Kriegsführung revolutionieren. Sie ist ein Vermögen wert. Ich habe einen Käufer an der Hand, der eine Cyborg-Armee aufbauen will. Ihr bekommt 60% meines Profits, wenn ihr die Kybernetik-Forschungsunterlagen stehlt. Das ist besser keine Verschwendung meiner Zeit. Ich ziehe euch nicht über den Tisch, das verspreche ich. Es gibt noch einen Haken an der Sache. Ihr müsst die Hauptkonsole aktivieren, indem ihr von den Außenterminals aus die Überbrückungsbefehle eingebt. Gratan beschützt seine Computer mit tödlichen Sicherheitskräften. Kriegsdroiden, Cyborgs und sogar Gentechnikwaffen. Rechnet mit schwerem Widerstand. Ich werde alles vernichten, was mir im Weg steht. Daran zweifle ich nicht. Nehmt diesen Datenstift. Steckt ihn in die Hauptkonsole von Gratans Zentrallabor. Der Stift wird alle Daten herunterladen, die wir benötigen. Wenn ihr das erledigt habt, bringt mir den Stift. Ich kümmere mich um den Verkauf und überweise die Credits auf euer Konto. Geht jetzt! Rasch! Oh nein! Oh! Eine Katastrophe! Einfach schrecklich! Jemand muss mich aufhalten! Jemand muss mich sofort aufhalten! Steuerst du etwa diese Geschütze? Ich schäme mich, das bejahen zu müssen. Aber nicht freiwillig. So viel ist sicher. Ich beherrsche über 100 Sprachen und Sprachvarianten. Und in keiner davon ist die Verbindung von Personen und Feuer positiv. Warum wurde ausgerechnet ich ausgewählt, diese schrecklichen Dinger zu warten und ihre Baupläne zu hüten? Ich verstehe es nicht. Hätte ich doch nur nicht diesen schrecklichen Sicherungsbolzen, der mein Handel beschränkt. Ich würde diese Geschützpläne auf der Stelle vernichten. Warum deaktivierst du die Geschütze nicht? Lord Gratan würde mich verschrotten lassen, wenn ich das täte. Die Pläne für die Geschütze sind in meinem Speicher. Wenn der Sicherungsbolzen weg wäre, könnte ich sie löschen und verhindern, dass neue Geschütze gebaut würden. Das ist beinahe genauso gut, wie die Geschütze selbst zu deaktivieren. Wenn Sie organisches Leben schätzen, dann entfernen Sie bitte meinen Sicherungsbolzen und lassen Sie mich die Pläne ein für alle Mal zerstören. Ich entferne den Bolzen, damit du die Pläne zerstören kannst. Oh, du liebe Güte. Vielen Dank. In wenigen Minuten werden alle Informationen über die Funktionsweise dieser Geschütze vernichtet sein. Welche Befreiung. Das ist schon etwas sehr dramatisch, findest du nicht? Oh, Sie wissen ja gar nicht, wie schrecklich es war, Lord Gratans Testobjekte in Flammen aufgehen zu sehen und zu hören, wie sie vor Schmerzen schrien. Wie kann ich Ihnen nur danken? Es war eine Qual, diese Geschütze Tag ein, Tag aus warten zu müssen. Ich danke Ihnen. Ihr müsst der Agent sein, den Lord Barras schickt. Ich dachte, es käme ein leiser Attentäter, nicht so ein wildes Ungetüm. Passt auf, wen ihr hier wild nennt. Ihr redet hier nicht mit einem von Barras imperialen Handlangern. Ich werde Lord Barras noch lange dienen, nachdem er euer überdrüssig geworden ist. Das glaube ich kaum. Wir haben etwas zu erledigen. Der ganze Komplex ist in Aufruhr. Unseren Streit sollten wir also aufheben. Hört zu. Lord Gratan ist ein abtrünniger Sith, der dem Rat der Sith offen trotzt. Solange er sich hier verschanzt, ist er unantastbar. Lord Barras will, dass Gratan erkennt, dass er doch nicht unantastbar ist. Ich habe mich 1 Jahr lang verstellt und so endlich den Weg gefunden. Lord Gratan hat einen Sohn. Vielleicht könnt ihr in noch 1 Jahr seine Schuhgröße rausbekommen. Er trägt Stiefel, keine Schuhe, Großmaul. Ich sollte Gratans Schwachpunkt finden. Er hielt die Existenz seines Sohnes geheim, um ihn vor seinen Feinden zu beschützen. Gratan wäre verzweifelt, wenn sein einziges Kind und sein Erbe sterben würde. Es wäre eine Botschaft.
Gut, also wo ist er? Ich will gern der Bote sein. Ihr werdet schon mehr als ein Bote sein müssen. Gratans Junge ist fast 20 und die Macht ist stark in ihm. Die Wege der Sith wurden ihm in die Wiege gelegt. Ihr werdet es nicht leicht haben. Daran zweifle ich stark. Nun, wenn es eure Art ist, eure Feinde zu unterschätzen, Gratan ist geschäftlich unterwegs. Ich habe einen Datenstift gehackt, sodass ihr in seine Privatgemächer könnt. Doch zuerst müsst ihr Gratans Überwachungsstationen ausschalten, damit man euch nicht sieht. Das klingt einfach. Wir wollen euch ja nichts allzu Schweres zumuten. Ihr müsst die Überwachungsstationen der Anlage finden und nun euer Lichtschwert hineinstecken. Denkt ihr, dass ihr das hinbekommen werdet? Hört auf, mich zu beleidigen, Ball. Ihr spielt mit dem Feuer. Ist es denn so leicht, euch zu ärgern? Das ist alles. Zerstört die Überwachungsstation und verschafft euch mit der Passierkarte Zugang zu Gratans Gemächern. Der Junge heißt Beelzlit. Findet ihn und macht kurzen Prozess mit ihm. Dann kommt hierher. Versucht es nicht zu vermasseln. Die Einstellung gefällt mir. Mutter, ein Fremdling nähert sich. Ihr habt ja keine Ahnung, Kleiner. Ich bin Selvanta Gratan. Wie könnt ihr es wagen, uneingeladen das Zimmer meines Sohnes zu betreten? Wer seid ihr? Trete zur Seite, Frau. Ich bin wegen des Jungen hier. Ihr werdet mich zuerst töten müssen. Und auch wenn mein Sohn noch Akolyt ist, bin ich eine vollwertige Sith. Das werdet ihr nicht mehr lange sein. Beelzlit, in Deckung! Nein, Mutter! Ich stehe an deiner Seite! Angriff! Stopp! Ihr seid ein mehr als würdiger Gegner! Mutter, wenn ich das Ziel bin, bring dich in Sicherheit! Ich möchte nicht, dass du stirbst! Mein Sohn, du musst dich für niemanden opfern, nicht einmal für mich! Du musst am Leben bleiben! Attentäter, ihr habt euch einen Weg in die privaten Gemächer Lord Gratans gebahnt, um einen Jungen zu töten? Ihr seid einen Atemzug vom wahren Meister entfernt. Verschont uns und ich helfe euch stattdessen, Lord Gratan zu vernichten. Ihr wollt, dass ich euren Ehemann töte? Was für eine pflichtbewusste Gattin ihr doch seid. Ich habe Lord Gratan der Macht wegen geheiratet. Er war ein Mittel zum Zweck und nun hat er ausgedient. Ich bin stark, aber an meinen Ehemann reiche ich nicht heran. Wie lange habe ich schon darauf gewartet, dass jemand seine Tyrannei beendet? Ich höre aufmerksam zu. Ein verschlagener Plan nimmt Form an. Vor langer Zeit wurde mein Ehemann fast enthauptet. Nun kann er ohne seine Helmmaske nicht überleben. Jeder weiß das. Tötet Lord Gratan. Mein Sohn wird die Maske tragen und seinen Platz einnehmen. Er wird öffentlich um seinen ermordeten Sohn trauern. Niemand wird etwas merken. Gut, ich erledige stattdessen den Vater. Hervorragend. Ihr werdet es nicht bereuen. Lord Gratan hat den Tod verdient. Mit dieser Passierkarte könnt ihr die Geheimkammer Lord Gratans betreten. Ihr werdet ihn dort finden. Nachdem ihr Lord Gratans jämmerliche Existenz ausgelöscht habt, bringt mir seine Helmmaske. Sorgt lieber dafür, dass mich keine Überraschungen erwarten, wenn ich zurückkehre. Ich bin sicherlich nicht daran interessiert, jemanden zu erzürnen, der derart tödlich ist. Außerdem habt ihr mir einen großen Dienst erwiesen. Hütet euch vor Lord Gratan. Es gibt nur wenige, die derart eins mit der dunklen Seite sind wie er. Das klingt gar nicht gut.